Ich begrüße euch zu einem neuen Mix-Max-Haul aus Ungarn. Wir waren heute einkaufen. Das war so ein Zufallseinkauf, weil eigentlich wollten wir auch für Kirmes gehen in Salaegerszeg, aber ach egal, das seht ihr alles im Daily-Vlog auf meinem Hauptkanal. Die Michaela, falls ihr den noch nicht kennt. Naja, und dann waren wir halt da in Salaegerszeg. Da fahren wir immer ein Stückchen von unserem Ferienhaus hin. Deswegen haben wir gedacht, komm, dann sind wir nicht umsonst gefahren. Dann erledigen wir noch alles, was wir so zu erledigen haben. Weil bei uns ist Montag auch Feiertag hier in Ungarn. Und ich zeige euch das jetzt mal eben alles. Wir haben auch Anziehsachen gekauft. Wir waren im DM, wir waren im Pepco. Pepco ist sowas wie Primark. Und wir waren im Aldi. Und im Spar. Das sind die Pepco-Sachen. Livia brauchte Sommersachen. Die zeige ich euch am Schluss. Die haben richtig süße Sachen bei Pepco. Und die Qualität ist sogar auch sehr gut. Die ist sogar besser als vom Primark, wie ich persönlich finde. Also, ich fange an mit DM. Ich brauchte neue Hafer-Barista-Drink. Die nehme ich immer. Da kann ich super die Milch mit aufschäumen. Und die schmeckt auch mir persönlich sehr, sehr gut. Im Kaffee habe ich mich so gut daran gewöhnt, dass mir die sogar besser schmeckt als die Alpro. Die Alpro nehme ich für Cornflakes und also wir alle. Und die nehmen wir für Kaffee. Im Aldi gab es diese Mienudeln. Da haben wir 4 Stück mitgenommen. Er war auf der Waage. Er hat noch mehr abgenommen. Er kriegt Essen jetzt. Deswegen freut er sich gerade. Also wir haben uns 4-mal diese Mienudeln mitgenommen. Das sind immer nur 250 Gramm. Und wenn wir kochen, dann ja, werden wir mindestens 2 Packungen davon machen als China-Nudeln. 2-mal Glasnudeln haben wir mitgenommen. Die mag der Calvino. Also ich habe die mal probiert. Mir haben die überhaupt nicht geschmeckt. Aber ja, die haben 1 Euro übrigens bei Aldi hier gekostet. Ich habe mir ein Ginger Ale mitgenommen. Das ist einfach so manchmal ein Highlight, dann mische ich mir das als Schorle ungefähr. Möchtest du Ginger Ale trinken? Ja. Ja, ja. Hat das in die Wäsche oder ist das zu dreckig? Oh, das ist zu sauber, das kannst du nochmal anziehen. Kannst du auch morgen sauber. Also kann ich in die Wäsche? Ja, pack in die Wäsche. genau, also dann mische ich mir das. Ein Teil Ginger Ale, 3 Teile Wasser. Ja, ich gebe dir. Ich muss mal eben ein Ginger Ale machen für Livia. Mit Eiswürfel? Nein, ohne. So ein Glas? Nein, ein großes? Okay. Bernd hat sich im Aldi seine veganen Würstchen mitgenommen oder auch Livia, die essen die beide total gerne. Das ist so wie Fleischwurstersatz. 1-mal Kartoffeln, dann im Fressnapf waren wir wie gesagt Smurfy wiegen. 18,2 Kilo der Biegel. Das ist ein Feiergewicht, weil der hat ja auch mal Übergewicht gehabt und deswegen gab es ein paar Snacks für ihn. Im DM habe ich 1-mal Allzweckreiniger mitgenommen und 1-mal Klarspüler für unsere Spülmaschine. Wir haben uns einen Weißkohl, einen großen, mitgenommen für Kohlpfanne. Das ist ein Rezept aus unserem 2. Kochbuch. Vorsicht, Vorsicht, Livia, stell das kurz zur Seite. Ja, der Papa gibt dir Wurst. Papa, ui. wir haben 1-mal Champignons mitgenommen, weil ja bei uns auch Feiertag ist und falls wir Appetit bekommen darauf, wir machen die Champignons immer in die Heißluftfritteuse, das schmeckt so gut, einfach ohne alles, so beim Abendbrot dabei zum Beispiel als Snack. Und dann gibt es noch Radieschen, ein Bund. Hier haben wir noch Spülmaschinen-Salz mitgenommen, Spülmaschinen-Tabs brauchten wir. Wir haben 1-mal Spearmint-Kaugummis mitgenommen. Die probiere ich. Die haben mich interessiert, weil da steht plastikfreier Kaugummi mit natürlicher Kaumasse. Ist in Kaugummi Plastik drin? Ich nehme das eigentlich sehr selten, Kaugummi. So. Spearmint mag ich sehr gerne. Meine Güte. Guck mal, die haben dann Aufkleber drauf gemacht. Auf dieser Klappe. Man kann es nicht aufklappen.
Mal gucken. Soll ich Brot machen damit? Ja. Toastbrot ja. Oder Brötchen? Es geht. Brötchen? Es geht. Brot? Nein. Boah. Die sind richtig scharf. Nicht meins. So, wir haben einmal Zartbitterschokolade mitgenommen. Ich habe mir eine neue Wimperntusche mitgenommen. Die nehme ich schon seit vielen Jahren. Die ist wasserfest und ja, ich bin damit zufrieden. Ich trage die immer dick auf und ja, 1200 Forint. Das sind 3 Euro ungefähr. Ja, dann habe ich mir noch 3-mal so eine Seife mitgenommen zum Waschen. Da wollte ich mal was fragen. Und zwar gibt es ja mittlerweile festes Shampoo, feste Dusche, feste Gesichtsreinigung und sowas alles, ne? Ein festes Shampoo benutzen wir, wenn wir unterwegs sind, halt für die Haare als Shampoo. Aber eine feste Gesichtsreinigung oder einen festen Duschgel kostet ein so ein Bar. Das ist weniger als eine Seife. Eine Seife hat 100 Gramm. Ich weiß nicht genau, wie viel Gramm jetzt so eine feste Dusche hat. Kostet 3 oder 4 Euro von Alverde. Ich nehme für alles immer Seife. Fürs Gesicht und für den Körper. Also ich habe mir einmal die mitgenommen, weil die kostet nur 1,20 Euro oder so. Also einmal habe ich die Bio Shea Butter und Mandelmilch mitgenommen. Das ist eine Cremeseife, habe ich gedacht, für den Körper vielleicht. Als Creme. Dann habe ich mir eine Pflanzenölseife mitgenommen. Die habe ich schon mal gehabt. Das ist Lavendel. Und nochmal die Cremeseife für meinen Körper. Genau. Ich habe mir wieder 2-mal Kokosmilch mitgenommen zum Kochen. Die ist schön dick. Die kostet 1,50 Euro hier. Das sind 200 Milliliter. Damit mache ich immer so Curries und so. Seht ihr immer in meinen Food Diaries und in den Rezepten, wenn ich euch die teile. Genau, und wir haben ein großes Paket Windeln mitgenommen. Und jetzt kann ich euch schon die Kleidung zeigen, die wir für Livia mitgenommen haben. So schöne Sommerkleidung. Miam, miam, miam. Also bei Pepco, Größe 98 ist es jetzt. Livia ist 2 Jahre alt. 98 ist 2 bis 3 Jahre alt. Also es ist sehr groß, aber wir mögen es luftig. Wir haben ein T-Shirt mitgenommen. Livia, dein T-Shirt mit den Herzchen, das hat sie sich selber ausgesucht. Möchtest du das anziehen? Ich leg dir das hier hin. Ist ruhig alles. So, hauptsächlich, als ich das alles gesehen habe, die Sommersachen, habe ich an die Türkei gedacht. ja, da fahren wir ja bald wieder hin und werden da einige Zeit verbringen und wenn sie dann so ein süßes Höschen mit so einem süßen Top anzieht, das hat zusammen umgerechnet 6 Euro gekostet. Guck mal, das wird sogar in Euro geschrieben. Ja, Livia, zieh aus die Jacke. War das jetzt 6 Euro oder 7 Euro? 7 Euro, Entschuldigung, für einen sonst Cent. Ja, hier kostet das Forint, aber die meisten Zuschauer kaufen, glaube ich, in Euro. Das ist einmal so eine luftige Hose in lang mit unten Bündchen für die kühleren Abende, falls es die gibt in der Türkei im Hochsommer, 5 Euro. Aber wir fahren ja auch, also wir sind ja auch hier und fahren ja auch noch woanders hin, ne? Ja, hast du abgemacht das Schild? Ja. Kurze Hose. T-Shirt. Zieh an. Zieh über den Kopf, wie ein Body anziehen, Livia. Zwei so, wie heißen die? Capri-Leggings, Capri-Hosen, 2er-Pack für 4 Euro, auch in Größe 98. Hier, da kommt der Kopf rein. Epopelo, so eine Musselin-Hose. Das Coole ist, dass bei Musselin, das ist ja so, das muss man nicht bügeln, glaube ich, hoffe ich, weil im Wohnwagen, wenn wir auf Reisen sind, habe ich kein Bügeleisen dabei. Ich bügele auch hier nicht, wo wir die Möglichkeit hätten. Ich hoffe einfach, dass es sich ausgeht, dass es sowieso so aussieht wie jetzt. Musselin halt. Noch eine Hotpan. Dann so eine Hotpan mit Dingern hier. Ich habe jetzt halt vermehrt Hotpan gekauft, weil wir immer seltener Windeln tragen. Warte, Livia. Und Schlübbis sind halt einfach bei Mädchen, wenn die jetzt einen Ratschlag machen oder einen Küsselkörper, fand ich solche Höschen, Hotpen,
einfach schöner. Ja. Dann noch Kleidchen. Noch so ein Oberteil. Mama! Oh, wie hast du denn das jetzt an? Komm mal her. Warte mal richtig. Hier, warte. Guck mal, hier musst du nur zurück. Dann da in den Ärmel. Da. Hier. Und dann haben wir dasselbe T-Shirt noch einmal in Pink. Und das war's, ne? Sommersachen. Ja. Sehr groß, ne? Das T-Shirt. So, schick. Ist das gemütlich? Ja. Schön. Ja. Kannst du auch anziehen. Und das war unser Einkauf, den wir heute spontan gemacht haben. Jetzt, danke euch fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss.